Hallo und willkommen zu Factorio. Es geht weiter. Wir sehen ja hier, wir sind noch ein bisschen Mauer am Bauen. Und ich habe mir überlegt, dass ich auf dem Rückweg etwas weniger von den Lasertürmen verwenden möchte. Einfach auch aus dem kleinen Grund heraus, dass die ja eben natürlich Batterien benötigen zur Herstellung. Und Batterien können wir im Moment nicht so viel herstellen, weil uns ja das Rohöl knapp wird. Demzufolge wollen wir ja auch hier auch abbauen. Das heißt, wir schauen mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Quellen haben wir dort. Da bräuchten wir dementsprechend dann auch Pumpen für. Da fangen wir mal an. Und dann würde ich mir gerne so... Oh, hier habe ich auch ein Türmchen einstecken, was nicht ganz in Ordnung ist. Das reparieren wir mal eben schnell. So, da sehen wir also, das dauert noch ein Weilchen, bis wir das hergestellt haben. In der Zeit kann das hier erstmal weitergehen. Wir werden hier schön beliefert. Hervorragend, wenn das so klappt. Und ja, also wie gesagt, auf dem Rückweg habe ich mir überlegt, da werde ich definitiv weniger dieser Türme einsetzen. Dementsprechend werde ich da eben eine neue Schablone anfertigen. So. Die können wir mal hier unten lassen. Das können wir auch mal noch da lassen. Und dann schauen wir mal noch, was könnten wir denn sonst noch machen. Wir könnten hier vielleicht auch noch wenigstens einen Tank als Zwischenlager machen. Und dann müssen wir schauen, wo wir das Ganze anschließen. Da wäre natürlich durchaus auch die Möglichkeit, hier mit so kleinen Pumpen zu arbeiten. Da bräuchten wir aber zwei Elektromotoren. So, dann werden wir da mal losgehen, um uns Elektromotoren zu holen. Hier werden wir wieder schön beliefert. Du auch noch. So, weiter geht's. So, damit wir hier nicht jedes Mal uns hier ein Tor hin. Die Elektromotoren, die haben wir da hinten. Hier. So, und dann werde ich mir hier mal zwei Stück nehmen. Na gut, dann nehme ich mir fünf Stück. Auch nicht schlimm. Und dann schauen wir mal, wie ich denn hier mein Öl dann anschließen werde. Das ist natürlich die andere große, große Frage. Und ich glaube, ich werde da hingehen und werde das von hier oben einfließen lassen. Das heißt, wir können... Wo haben wir es jetzt da? Wir können zwei dieser Pumpen bauen. Zum einen können wir da eine eben hierhin bauen, die dafür sorgt, dass das, was von hier hinten kommt, mit Druck hier rein gefüllt wird. Das machen wir hier hin, weil die auch Strom braucht. Und dann können wir das Ganze eben auch dementsprechend hier machen, wo wir dann das nächste anliefern lassen. So, machen wir so. Falls wir daneben auch mal noch einen Anschluss haben. Gut, dann die nächsten Pumpen. Dann machen wir gleich komplett sechs Stück.
So, und da verbrauchen wir ja einiges an Rohren. So, was ist hier los? Ach so, das Plastik wird all. Ja, das ist jetzt natürlich schon Folge des verringerten Öles und damit eben natürlich weniger Petroleum. Stellen wir inzwischen wieder aus. Ja, aus Schweröl stellen wir auch wieder Leichtöl her. Dementsprechend sehen wir, Schweröl wird eben auch weniger. Aber damit sind unsere Probleme natürlich nicht aus der Welt geschafft. So, ich werde jetzt, nein, hier mal einsammeln, nochmal ein paar Rohre einstecken noch. Ein paar Zahnräder, schadet auch nie. Und ja, dann geht es jetzt darum, die nächste Schablone herzustellen. Und da würde ich jetzt sagen, da gehe ich einmal hier hin. Wir schauen mal hier. So etwa die Höhe würde uns ja reichen. Dann stellen wir hier das Ganze mal hin. Und jetzt fangen wir an auszusortieren. Und sagen, wir machen nur noch das. So, wir lassen hier jetzt erstmal nur die Mauer. Und dann schauen wir mal. Wenn wir uns hier einen machen, der nächste müsste schon so nah dran sein. Also da können wir nicht weiter weg. Wie mache ich das? Mache ich das alles mit denen? Können wir mit denen hier weiter auseinander? Wenn ich den hier nehme. Naja, ein bisschen, aber auch nicht viel. Also gut, dann lassen wir es mit dem Holz bei diesem System. Und werden aber eben weniger Türmchen einsetzen. Das heißt, wir setzen hier jetzt nur noch ein Türmchen hin. Beleuchtung haben wir unten, das sollte also auch ausreichend sein. Und dann werden wir es auf die Art und Weise weiterführen. So, kurz warten. Und dann können wir das jetzt hier in unsere Schablone mit reinnehmen. So, dann nehmen wir das Symbol hier nur mit Mauer, damit wir es ein bisschen unterscheiden können. So, ich möchte mal noch schauen hier unten. Das wird soweit alles beliefert, also das kann weitergebaut werden. Erz sieht auch alles schon wieder wesentlich besser aus. Wir haben wieder ein paar Flächen, das heißt, wir können auch durchaus mal wieder eine Forschung laufen lassen. Hier jetzt natürlich die Schwierigkeit auch wieder, es werden blaue Flächen benötigt und für blaue Flächen brauchen wir erweiterte Schaltkreise, die können im Moment weniger hergestellt werden. Aber da arbeiten wir dran. So. 14 hatten wir gesagt, also drei Stück brauchen wir noch. Da warten wir, bevor wir jetzt losrennen, nochmal eben kurz. Da werden wir ja mit Teilen jetzt nochmal beliefert. Und dann werden wir hier schon mal einen Großteil an unterirdischen Rohren herstellen, damit wir das Ganze eben natürlich auch zur Fabrik führen können. Ich habe mich da also jetzt entschieden, dass ich das Ganze mit unterirdischen Rohren machen möchte. Da über Förderband mit Fässern, ja, ist dann ja auch blöd und Eisenbahn funktioniert noch nicht richtig. Da haben wir gar nicht alles für erforscht.
Und ja, da ist die Strecke auch noch ein bisschen kurz, damit sich die Bahn da wirklich lohnen würde. So, was wir hier aber schon mal machen können, beziehungsweise ich warte mal noch kurz, wie sieht's denn hier aus? Mauern haben wir noch genügend und Lasertürme haben wir auch noch. Okay, dann fangen wir einfach mal hier an, weiterzubauen. Damit wir hier unseren Gang haben, wo wir eben natürlich dann auch geschützt langlaufen können. So, da müssen wir jetzt nicht bis hierhin. Da lassen wir, machen wir hier Halt. Dann warten wir mal, bis das Ganze bis dorthin gebaut ist. So, was ich hier jetzt schon mal mache, ich setze hier ein paar Reparaturkästchen ein. Dann werde ich mir, damit ich die Fabrik auch komplett schützen kann, noch einen weiteren Hangar hinten hinstellen. So, wo stelle ich die Repair-Kits her? Hier. Da nehme ich mir dementsprechend doch auch wieder ein Päckchen an. So, die Kiste ist komplett voll. Das ist natürlich schön. Damit wird hier im Moment hier auch nichts verbraucht. So, da können wir trotzdem das mal so ein bisschen auffüllen. 50 Hölzchen reicht uns ja. Und ja, Eisen kann man ja öfter mal gebrauchen. Nehmen wir hier einfach mal noch ein bisschen was an uns. So, lass mich durch. Kurzer Blick auf die Uhr, aber das passt noch. So, zumindest Türmchen werden hier immer mehr jetzt hingestellt. Das ist sehr schön. Und dann schauen wir mal, hier würde ich dann doch eher mit den etwas... ja. Den reißen wir ab. Mit den etwas stärker aufgerüsteten Mauerteilen hochgehen. So, den da weg und ein Stück Mauer hier oben per Hand hin. Hätten wir das soweit schon mal. Upsala, das war noch nichts. Jetzt. Da können wir gerade mal per Hand. Unsere Roboter haben ja erstmal hier noch genügend zu tun. Und wir können schon mal schauen, wo muss denn unser nächster. Ah, nee, da müssen wir noch warten. Der ist hier noch gar nicht fertig, der nächste Hangar. Wir können aber schon mal schauen. Wir haben hier schon mal. So, das stellen wir so rum hier hin. Dann können wir von hier aus mit den Rohren weggehen. Gut. Also können wir jetzt anfangen. Wir werden angegriffen, aber wo? Hier oben. Da haben wir aber eigentlich genügend stehen, um das abwehren zu können. Sollte also kein Problem sein. So, gehen wir wieder zurück. Dann werden wir jetzt hier mal anfangen, die überall hinzustellen. Ja, ob wir die dann den einen oder anderen noch drehen müssen, wie wir dann die ganzen Anschlüsse schaffen. Das müssen wir uns dann noch anschauen. Jetzt erstmal alles nur mal aufstellen. So, jetzt können wir eben schauen, da brauchen wir jede Menge Rohre natürlich. Da sage ich mal, stellen wir uns definitiv schon mal 30 her. Das können wir mal unten zu denen dazu.
Und ja, jetzt sehen wir, vier erweiterte Schaltkreise müssen wir noch herstellen, damit das mit dem Hangar geht, und vorher kriegen wir auch keine Rohre. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Damit wir die Zeit aber nicht verplempern, werden wir hier unsere unterirdischen Rohre schon mal weiterführen. Allerdings ist die Folge für heute schon wieder beendet. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.